Ja, ich werde jetzt gleich aufbrechen nach Wuppertal, werde da in den Zoo gehen. Ich bin ja immer so ein bisschen hin und her gerissen, was die Zoos angeht. Zum einen möchte ich natürlich nicht mit meinem Geld unterstützen, dass da Tiere unter extrem schlechten Bedingungen gehalten werden. Da muss ich allerdings sagen, dass so in den letzten Jahren, Jahrzehnten die ganzen Zoos, die ich besucht habe, doch deutlich besser wurden. Also so wie man das früher aus der Kindheit kennt, dass die Tiere da so in 4x4 Metern Käfigen eingesperrt werden, das sieht man überhaupt nicht mehr. Also von daher denke ich, hat sich der Zoo oder die ganzen Zoos haben sich deutlich verbessert, was die Tierhaltung angeht. Zum anderen unterstützt man natürlich mit seinem Geld auch Projekte des Zoos in der Tierwelt. Also wenn ich an den Jimek denke, Frankfurter Zoodirektor, der hat natürlich in der Serengeti oder in Tansania hat er ja so viel bewegt und gemacht und ist ja verantwortlich, dass die Serengeti ein Nationalpark wurde. Also von daher kann man auch sagen, man unterstützt mit seinem Geld für den Zoobesuch auch Projekte, die wirklich auch der wilden Tierwelt zugutekommen. Ja, es ist halt so, dann für Schulen, für Menschen, die in den Zoo gehen, durch die ganzen Informationen oder auch die Tiere mal aus nächster Nähe sehen zu können, wird natürlich auch ein Interesse geweckt. Und das Interesse kommt natürlich vielleicht der Tierwelt auch wieder zugute. Ja, wenn jemand weiß, was ein Braunbär ist und was ein Eisbär ist, sieht es und hat dann einen Bezug zur Arktis oder wie auch immer. Also ich finde, das ist schon dann auch wichtig, was so ein Zoobesuch durchaus rechtfertigen kann. Ja, viel gelabert, nichts gesagt, aber jetzt geht's los und ich hoffe, dass ich ein paar schöne Aufnahmen von Tieren machen kann. Auf nach Wuppertal! Der Eisbär ist mit einem Gewicht von bis zu 800 Kilogramm und einer Schulterhöhe von 1,60 Meter das größte landlebende Raubtier der Erde. Durch die Klimaerwärmung und die dadurch bedingte Eisschmelze ist der Eisbär stark bedroht. Über kurz oder lang wird man dieses beeindruckende Tier wohl nur noch in den Zoos bewundern können. Die Erdmenschen sind die heimlichen Stars aller Zoos. Außerhalb der Zoos leben sie im südlichen Afrika, bilden Gruppen von 4 bis 9 Tieren und haben ein ausgeprägtes Sozialverhalten. Leider zählen auch diese zu den Mangusten gehörenden Säugetiere, zu den bedrohten Arten. Am Löwengehege, aber wie in der Natur auch, sind die Biester natürlich 20 Stunden am Tag am Pennen und man muss schon ein bisschen Geduld haben und Glück haben, wenn sich da mal was tut. Der Löwe ist nach dem Tiger die zweitgrößte Katze der Erde. Die Menschen können ein Gewicht von 250 Kilogramm erreichen und sind damit etwas größer als ihre indischen Verwandten. Durch die Zerstörung ihres Lebensraums, Wilderei und Krankheiten ist der Bestand in den letzten 20 Jahren um fast 50% zurückgegangen. Nur in den großen Parks in Afrika scheint der Bestand erstmal gesichert zu sein. Wer eine Begegnung dieser majestätischen Tiere einmal in freier Wildbahn erlebt hat, weiß, wieso es sich hier um den König der Tiere handelt. Alleine durch seine pure Größe beeindruckt der afrikanische Elefant.
Bei bis zu 5 Tonnen Gewicht und einer Höhe von fast 4 Metern flößt einem das Tier gewaltigen Respekt ein. Selbst ein neugeborenes Elefantenbaby kann bei der Geburt schon 100 Kilogramm wiegen. Gerade die Kleinen gehen einem durch ihre Unbeholfenheit und noch fehlende Koordination ans Herz. Wenn man die Möglichkeit hat, kann ich es nur empfehlen, sich diese friedlichen und extrem sozialen Tiere einmal in ihrer natürlichen Umgebung in Afrika anzuschauen. Diese Begegnungen sind was Besonderes und wenn sich unser Bewusstsein nicht ändert, auch bald nicht mehr möglich. Durch schrumpfenden Lebensraum und die bescheuerte Jagd nach Elfenbein haben den Bestand in den letzten Jahren halbiert. Laut Schätzungen leben heute noch ca. 500.000 afrikanische Elefanten im südlichen Afrika. Tendenz leider fallend. An der Küste Alaskas lebt die größte Braunbärenart. Hier wird das bis zu 500 Kilogramm schwere Kraftpaket, auch Kodiakbär genannt. Im Landesinneren Alaskas und in Nordamerika heißt der etwas kleinere Braunbär Grizzly, während im Norden Asiens und vereinzelt in Europa der Braunbär zu Hause ist. Durch Auswilderung wird versucht, den gefährdeten Bestand wieder aufzustocken. Für mich ist der Tiger die schönste Raubkatze der Welt. Die hier gezeigte Großkatze ist ein sibirischer Tiger, der auch als Amur-Tiger bekannt ist. Diese sehr stark vom Aussterben bedrohte Art ist die größte Raubkatze auf unserem Planeten. Die Menschen erreichen eine Körperlänge von bis zu 2,80 Meter, wobei die Schwanzlänge rund 90 cm beträgt. Trotz einem Gewicht von bis zu 250 Kilogramm sind diese Tiere sehr geschmeidig und durch ihre Färbung sind die Tiere bestens getarnt, da die schwarzen Streifen im Licht und Schatten mit der Umgebung verschmelzen. Leider stehen alle Tigerarten kurz vor der Ausrottung. Schätzungen zufolge gibt es noch ca. 3.000 bis 4.000 wildlebende Tiger, die größtenteils in isolierten Schutzgebieten in Asien leben. Der sibirische Tiger war für mich der Grund, wieso ich seit mehr als 20 Jahren Mitglied des WWFs bin. Auch bei einem Zoobesuch laufen einem die Tiere nicht gleich vor die Linse und man muss ähnlich wie in der Natur Glück und Geduld haben. Ich war jedoch sehr zufrieden, denn alle hier gezeigten Aufnahmen sind an nur einem Tag entstanden. Wenn ich mal wieder einen ruhigen Tag in schöner Landschaft umgeben von interessanten Tieren verbringen will, komme ich gerne wieder nach Wuppertal.